Wenn ihr wissen wollt, was es damit auf sich hat, kommt später im Video. Jetzt möchte ich euch erst noch was zeigen. Kommt mal mit, hab was entdeckt. So klasse, das freut mich wirklich. Es ist immer wieder erstaunlich zu sehen. Ihr kennt ja bestimmt meinen Teich. Er ist wunderbar groß. Es hat schon lange nicht mehr geregnet. Den speise ich ja nur mit Regenwasser. Und jetzt schaut mal, was ich entdeckt habe. Wer von euch kann es schon erkennen? Alles voll mit Laichschnüren. Das ist ein Zeichen, dass es von einer Kröte kommt. Ich freue mich total. Das gibt richtig viel Nachwuchs. Und was ist da unten? Ein Molch. Oh, ist das schön. Könnt ihr den Molch sehen? Ich mache mal einen Zeigefinger drauf. Jetzt ist er weg. Also auch Molche. Ist das nicht super schön? Laichschnüre von einer Kröte. Wisst ihr, dass ich schon mal zwei Kröten gerettet habe? Bei mir hier in dem Gully drüben. Schaut mal in das Video rein, verlinke ich euch da in der Ecke. Sehr viel Abenteuer. Und es geht hauptsächlich um diesen schönen Teich und was da alles für Tiere drin leben. Tja, den Sturz hat sie leider nicht so ganz überstanden. Meine GoPro hier läuft zwar noch, aber hat einen Schaden bekommen. Ja, jetzt musste ich sie ersetzen. Hab mir hier die gekauft, GoPro 10 mit Kasten außenrum, also mit dem Mod. Gleich noch mit dem Funkmikro von Rode. Ja, zusammen 850 Euro schon wieder weg. Wahnsinn. Wenn ihr mich unterstützen wollt, geht ganz simpel und es kostet euch keinen Pfennig. Schaut die Werbung einfach durch, würde mich freuen. Danke. Gestern habe ich mords gewerkelt mit dem Traktor und habe hier, das ist vor meiner Einfahrt, ganzen Dreck ein bisschen weggeschoben, Unkrautwurzeln rausgemacht und dann Pferdemist draufgeschmissen. Und hier an diese Mauer, da sollen jetzt Brombeeren ran, schöne, dichte, dicke Brombeeren. Die wachsen ja wie Unkraut, wenn sie sich einmal wohlfühlen. Und ich glaube, so zum Start hier einige Schubkarren Pferdemist ist richtig gut, da fühlen die sich wohl. Und wer kann sich noch an das Werkzeug hier erinnern? In welchem Film kam es vor? Schreibt es in die Kommentare. Das werde ich jetzt verwenden, um die Brombeeren zu pflanzen. Einziger Nachteil bei dem Teil hier, der Axtstiel ist recht schwer. Den werde ich mal tauschen gegen einen leichteren. So einen kräftigen Stiel braucht man ja nicht. Ja, schöner, abgelagerter Pferdemist. Das ist klasse. Die Wurzeln hier, die müssen natürlich raus. Abgerissen. Das sind die Wurzeln der Ackerwinde. Höllisches Zeug. Die schmeiße ich hier auf den Platz, da dürfen sie vertrocknen. Noch ein Stein. Und nochmal das Rhizom einer Ackerwinde. Sowas muss unbedingt raus. Naja, wenn man es findet. Da werden so viele drin sein. Da ist noch mehr. Immer schön nachgraben, bis man die komplette Wurzel draußen hat. Alles voll. Scheiße. Jetzt habe ich hier dreimal Brombeere drin. Einmal die Sorte Nessie oder Loch Ness. Auf dem Zettel steht groß, süß, glänzend, aromatisch und so weiter. Ich muss sagen, ich hatte die Loch Ness schon mal. Merkmal stachellos. Das ist natürlich gut, weil Brombeeren mit Stacheln sind echt wie eine Waffe. Man kann sich dran verletzen und das Ernten ist wirklich mühsam und auch das Schneiden später. Stachellos ist schon gut, aber mir haben sie damals nicht geschmeckt. Jetzt habe ich die hier bekommen von der Baum- und Rebschule Schreiber. Vielen Dank, Dominik, falls du zuschaust. Aber er sagte, die schmecken.
Er hat es mir versprochen, ist wohl eine neue Züchtung. Dann eine Brombeere von einer Nachbarin, auch stachellos, und nochmal von einer Nachbarin zugeschickt bekommen. Ganz herzlichen Dank. Frisch gepflanzte Sachen immer ordentlich angießen. Ihr seht, ich habe auch so eine Art Gießring gemacht hier, damit das Wasser nicht abhaut, sondern dort bleibt, wo die Pflanze ist. Meine Küken, die habe ich schon rausgelassen, die kleinen Wutzkis. Die sind hier in meinem mobilen Hühnerstall. Ja, ich muss sagen, der ist schon klasse. Mag ich sehr gern, hat aber auch Nachteile. Da gehe ich mal später drauf ein in einem speziellen Video. Hey ihr! Hey ihr Kleinen! Ja kommt! Put. Mhm. Ja, hier drin, da haben sie Auslauf, die kleinen Küken, und sie sind geschützt vor Fuchs, Marder und Habicht. Denn es ist rundherum Gitter. Über die Treppe hier können sie rauf, hier in ihren Stall rein. Da ist auch noch die Wärmeplatte drin, Wasser und Futter. Und sie scheinen sich hier drin wirklich wohl zu fühlen. Zusätzlich habe ich hier ja noch eine Überwachungskamera, da kann ich einfach gucken, ob es ihnen gut geht. Da schaut her, yummy. Und was mich auch jedes Jahr wieder von Neuem freut, dass oben dieser Nistkasten hier angenommen wird. Da sind schon die Meisen drin. Schimpfen natürlich, wenn ich so in der Nähe bin. Deswegen gehe ich jetzt ein Stück weg und zum nächsten Projekt. Geh mal weg, wenn das böse Ding da kommt. Im Rigottigarten sind heute Corinna und Mario. Corinna hat eine Drohne. Und da schauen wir uns mal ein bisschen den Rigottigarten von oben an. Und schon startet der wilde Flug über den Rigottigarten. Ja, rechts seht ihr die Scheune. Die ist ziemlich schlecht gebaut. Dazu wird es bald mal ein Update geben. Gibt es eine größere Änderung. Rechts das Gewächshaus drin. Sieht man was Grünes? Da kommen wir nachher auch dazu. In den Beeten, da ist noch nicht viel passiert. Da mit der Folie, das sind die Erdbeerpflanzen. Die habe ich ausgeputzt. Dann Knoblauch gepflanzt. Werden wir auch gleich sehen. Da sieht man das Weidefass. Da läuft das ganze Wasser vom Scheunendach rein, das Regenwasser, super gut zum Bewässern vom Gewächshaus. Hinten in der Ecke mit der weißen Folie, da hatte ich meinen Pferdemist gelagert, abgedeckt mit einer Folie. Und trotzdem ist so viel Unkraut reingekommen. Ja, die Ackerwinde, ein schreckliches Unkraut. Aber ich sag mir einfach, ich lebe damit, ich hasse es nicht, sondern hey, es wird siegen. Es wird immer siegen, das Unkraut. Deswegen, ich habe aufgegeben, es zu hassen. Hier links kommt jetzt mein Spezial-Komposthaufen zum Vorschein. Da schmeiße ich immer dicke Äste drauf. Alles, was zu grob ist für einen Komposthaufen. Und das Ding ist mittlerweile richtig groß geworden. Aber es sackt auch immer wieder in sich zusammen. Und irgendwann wird daraus wieder ein wunderbarer Kompost. Ich finde es außerdem gar nicht unhübsch, sowas. Sieht aus wie so ein Tipi-Zelt im Garten. Ja, noch sind die Beete nicht bestellt. Alles ist noch ja, brach. Es ist auch noch viel zu früh. Ab Mai geht es dann los. Ja, so ab Mitte Mai drohen keine Nachtfröste mehr, da ist dann ganz sicher. Aber so ab Mai, Anfang Mai starte ich, da muss man halt immer so ein bisschen aufpassen, ob noch Nachtfröste drohen. Dann hilft es, die Pflänzchen, die man eventuell schon draußen hat, mit so einem Vlies abzudecken.
Hier hinter mir im Baum, da haben wir ein Nest von einer Elster. Ich werde mal den Zeigefinger drauf machen, damit ihr seht, was ich meine. Elstern sind Rabenvögel und da habe ich letztes Jahr mal gesehen, wie eine Elster das Junge von einem Star rausgezogen hat aus dem Nest und dann drauf rumgepickt hat. Ja, eigentlich soll man nicht eingreifen. Ich habe trotzdem eingegriffen, habe das Junge gerettet. Weiß nicht, ob es überlebt hat. Ich hoffe es mal, dass die Eltern es weiterhin gefüttert haben. Auf jeden Fall, so ist die Natur. Eingreifen soll man nicht. Das ist, ja, ist normal, ist die Natur, auch wenn es für uns brutal erscheint. Wenn eine Drohne schon im Garten ist, dann schauen wir mal ins Elsternest rein. Ohne groß zu stören, wir haben mit viel Abstand gefilmt. Hier sieht man das Nest von oben. Ja, und jetzt versucht Corinna mal etwas näher ranzugehen mit der Kamera. Jetzt mal von steil oben. Sie hat ja in einer hohen Auflösung gefilmt, das heißt, ich zoome jetzt mal maximal ran. Und man sieht die Elster drin sitzen, wunderschöne Tiere sind es ja. Ah, sie sitzt schon auf Eiern. Ah, muss ich doch auch. Du hast auch eine. Eine kleine. Ja, unglaublich. Das ist für die kleinen Aufnahmen. Auch eine DJI. Welches Mini. Modell? Mini. Das ist die Mini. Für die braucht man keinen Drohnenschein, weil die unter 250 Gramm ist. Ach, ah, das ist doch gut. Ja, Corinna hat ja auch den Drohnenschein gemacht. Ich wollte es machen, aber irgendwie funktioniert das bei mir nicht. Habt ihr auch eine Drohne zu Hause? Fliegt ihr damit rum? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich selber habe ja noch keine Drohne. Was heißt noch nicht? Also, ich bin froh, wenn jemand mal zu Besuch ist. Der Rafa vom Gartengemüsekiosk, der hat eine große, hat ja wunderschöne Aufnahmen gemacht. Jetzt Corinna und ich wusste gar nicht, dass Mario auch eine hat. Schauen wir mal, ob sie jetzt startet. Luzi. Oh ja. Ich muss mal schauen, wo Corinna steht mit ihrer Drohne. Oh ja. Vorsicht! Boah. Ich hab gerade gesagt, ich bin über dir. Komm, fight! Ist größer. Bis zu welcher Höhe kannst du ungefähr fliegen mit deiner Drohne? Also können kann ich relativ hoch, aber ich darf 150 Meter, 100, 150 Meter darf ich. Du hast einen Drohnenschein gemacht, ne? Genau, ich habe die Klasse A1, A3. Das sind Gewichtsklassen, wo ich dann, und da ist die drin. Es gibt natürlich dann auch schwerere. Aha, okay. Das gemacht. Also ich bin jetzt... Wo ist der Milan hin? Da. Was ist da heute los in dem Garten, hä? Lauter Schmarren. Dann möchte ich euch noch meine Voranzucht zeigen. Die ist schön gewachsen. Da hinten am Tisch wächst einiges. Hier Tomaten, Chili. Aber ich muss sagen, ich habe auch ein Problem. Und das Problem sind Läuse. Ursache für die Läuse waren Stecklinge, die ich letztes Jahr schon gemacht habe. Sind schön gewachsen, naja, der eine zumindest hier. Die habe ich in ganz normale Gartenerde reingesetzt. Die habe ich ins Haus zu meinen anderen Pflänzchen, wo ich meine Voranzucht habe. Und da sind dann Läuse rausgekommen aus der Erde, haben die Physalis befallen und dann auch die anderen Pflanzen. Hier zum Beispiel bei meinen Chili-Pflänzchen, da auf dem Blatt. Kann man so schön erkennen. Hier. Ich streife die einfach ab, so mit dem Finger tot. Kontrolliere auch immer die Unterseite der Blätter, ob da welche sitzen. Du bist sauber. Okay. Und hier sitzen am Stängel einer Chili-Pflanze. Und auch hier gehe ich hin und zerquetsche die einfach zwischen den Fingern. Die sind so winzig klein. Wenn man noch nicht so einen riesen Befall hat, sondern nur ein paar Pflanzen, dann kann man das schön manuell machen. Ansonsten wird es schwer. Und das ist auch der Grund, warum man seine Anzuchterde am besten immer dämpft. Ich mache es hier immer in meinem Holzbackofen in der Außenküche. Und so ist sie frei von Schimmelpilzen und Schädlingen.
Neben verschiedenen Paprika und Chili habe ich hier auch Physalis. Die sind aus den Samen gezogen. Da Tomaten, Blumenkohl, noch mehr Chili, jede Menge Tomaten und das hier Luffa-Gurke. Die kommen auch schon sehr schön, bilden schon diese langen Ranken. Auch die sind anfällig für die Läuse, muss man aufpassen. Hier seht ihr meine frische Aussaat, hier Spitzkohl, Brokkoli und Winterlauch Fräso. Ihr seht, ihr braucht gar nicht viel Platz. Nehmt euch einfach diese Saatschälchen hier, Erde rein, dann ein bisschen Saatgut, ganz dünn Erde drauf, andrücken, wässern, warten. Ganz klein sieht man es schon rausspitzen hier, den Lauch. Brokkoli ist schon schön gekommen. Spitzkohl, ja, hatte ich nicht so viel Saatgut, aber ist auch gut aufgegangen. Und vergesst nicht, eure Kartoffeln hier vorzutreiben. Kühl und hell sollen sie stehen. Dann kriegen sie hier so schöne, kurze, feste Triebe. So soll es sein. Und wenn ich mal neue Sorten ausprobieren will, dann gehe ich einfach in den Supermarkt und kaufe mir Bio-Kartoffeln. Bio ist wichtig, denn die sind nicht behandelt gegen die Keimung, also mit keimhemmenden Substanzen behandelt. Und dann werden die auch austreiben. Hier kommen schon die ersten Triebe raus. Wunderbar. Das ist die Sorte Goldmarie. Werde ich es dieses Jahr das erste Mal ausprobieren in meinem Garten. Ich gucke auch immer aufs Thermometer. Im Moment haben wir so plus 14 Grad. Das ist noch völlig okay für die Pflänzchen, aber es wird jetzt langsam Abend. Das heißt, es wird noch mal kühler. Deswegen kommen sie wieder ins Haus. Ja, und hier im Haus, da ziehe ich noch vor Hokkaido-Kürbis. Kommt noch nichts. Knollensellerie ist auch noch nichts zu sehen. Aber Gurke, Persika ist schon da. Und Inka-Gurke auch schon da. Und da hinten, das ist alles Ölkürbis. Ja, dieses Jahr wird ein Ölkürbisjahr, habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Und ich hoffe, ihr macht auch mit beim Ölkürbisjahr. Es ist immer noch ausreichend Zeit, sät ein paar Samen aus. Hier bin ich beim Auslauf meiner Hühner und dort habe ich ja Spargel mal hingepflanzt vor ein paar Jahren. Gibt es einen extra Film dazu, wenn ihr sowas sucht? Sucht einfach in der YouTube-Suche nach Rigotti plus Spargel, findet ihr das. Und jetzt schaut mal, was hier schon rausspitzt. Ist es nicht wunderschön? Die ersten Spargelspitzen kommen schon. Das ist grüner Spargel. Ja, warum ist er grün? Weil er hier an die Erdoberfläche kommt und dadurch mit dem Sonnenlicht Kontakt hat und grün wird. Ich mag ihn sehr gern, den grünen Spargel. Weißen esse ich aber auch gern. Jetzt werfen wir noch einen Blick ins Gewächshaus. Hier ist schon alles grün, schaut euch das mal an. Ist aber nichts, was ich gesät hätte. Ja doch, mehr oder weniger schon. Hier habe ich ja Senfmehl ausgebracht im Gewächshaus, um die Erde zu verbessern, beziehungsweise um Pilze abzutöten. Mal schauen, ob es funktioniert. Bin sehr gespannt. Bleibt also dran, Kanal Abo lohnt sich. Hier waren jetzt einige Senfkörner mit drin und die sind natürlich einfach aufgegangen, wie man schön sehen kann. Aber halb so schlimm hier, das kann ich einfach untergraben. Denn wenn ich mal so ein Salatpflänzchen oder so ein Blättchen hier nehme, schmeckt würzig scharf, wunderbar auch für einen Salat, kann ich einiges ernten. Aber der Rest wird einfach untergegraben. Da gibt es, glaube ich, nochmal eine gute Düngung hier für meine Tomaten, Paprika und Chili. Und was im Gewächshaus leider nicht funktioniert hat, na, das ist mein Lorbeer, mein Überwinterungsversuch. Ihr seht, der ist vertrocknet bzw. ja, erfroren. Lorbeer ist leider nicht winterhart und ich rede nicht von diesem giftigen, schrecklichen Kirschlorbeer. Hier draußen, da entwickelt sich der Knoblauch schon ordentlich. Den habe ich erst also im Februar, Anfang März vielleicht gesteckt, deswegen noch recht klein. Viele von euch sind schon deutlich weiter, habe ich gesehen in der Facebook-Gruppe, könnt ihr ja Bilder zeigen. Wer da noch nicht ist, Link in der Videobeschreibung. Aber ich habe festgestellt, es ist kein Problem, den auch später zu stecken. Jetzt also im Frühjahr geht genauso gut. Man kann ihn halt etwas später ernten. Und so sieht es aus, wenn man eine Knolle vergisst in letztem Jahr. Dann kommt jede einzelne Zehe raus. Hier sieht man auch schön, wie weit er schon wäre, der Knoblauch, wenn ich ihn im Frühjahr gesteckt hätte. Hier stehe ich im großen Beet, da haben wir es schon einigermaßen unkrautfrei hingekriegt. Naja, ein bisschen was kommt noch raus, aber gehe ich auch noch mal mit der Fräse drüber.
Und was man hier sieht, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter, das ist ebenfalls vergessener Knoblauch von letztem Jahr. Auch der kommt schon schön. Und wenn man den rauszieht, wie ich es hier schon gemacht habe, hier seht ihr, die kann man wunderbar wie Frühlingszwiebeln verwenden. Schmecken ganz toll. Zwischendrin im Beet wachsen überall Stockrosen. Die lasse ich natürlich drin. Gefällt mir, wenn zwischendrin einfach solche schönen Blumen wachsen. Und hier ist eine Reihe Ackerbohnen, Pferdebohnen, Saubohnen. Wie heißen sie bei euch? Schreibt sie in die Kommentare. Weiter hinten kommt ganz klein, winzig Petersilie. Die habe ich hier die komplette Reihe gesät, damit ich richtig viel Petersilie habe. Da ist schon welche schön aufgegangen. Hier, nein, soweit ist es noch nicht. Die ist von letztem Jahr. Die habe ich einfach stehen lassen. Die würde dieses Jahr jetzt in die Blüte gehen. Aber die kann man jetzt im Frühjahr, im zeitigen Frühjahr noch schön beernten. Hinter mir die Himbeeren. Die habe ich ordentlich schon rausgeschnitten. Hier alles, was vertrocknet ist. Das sind bei mir Herbsthimbeeren. Letzte Saison hatten wir ja so ein tolles Himbeerjahr. Wahnsinn, eine riesige Ernte. Meine Frau hat unheimlich viel Himbeermarmelade einkochen können und die schmeckt saugut. Wunderschön blüht die Kirsche. Und was ist, wenn die Kirsche blüht? Dann müssen bei den Bienen die Honigräume drauf. Zu den Bienen gibt es eine Neuigkeit, werden wir da in Kürze dazu kommen. Und jetzt schaut mal, wie wunderschön die Tomaten hier in der Sonne leuchten. Ist das nicht schön? Hier vorne zum Beispiel die Ivory's Egg, Marianas Peace, Grit aus der DDR und so weiter. Tolle Sorten, ich freue mich aufs Tomatenjahr. Dann habe ich hier noch ein Mandelbäumchen. Der blüht sogar wunderschön, schaut her. Und die Blüten duften auch tatsächlich. Der kommt jetzt in die Erde. Und zwar habe ich mir überlegt, ich werde den hier einpflanzen, wo meine Kräuter sind, geschützt am Haus, denn Mandeln und auf 650, 700 Meter Meereshöhe, bisschen schwierig, aber hier geschützt könnte es gehen, meinte ein Freund von mir. Deswegen werde ich es hier versuchen. Was sind denn hier für Steine drin, bitteschön? Und eine Schaufel Reifenkompost. Vermische ich ein bisschen mit der Gartenerde. Und so frisch gepflanzte Bäumchen natürlich immer ordentlich angießen. Ordentlich heißt eine 10 Liter Gießkanne mindestens. Ganz wichtig bei wurzelnackten Bäumen, bei Pflanzen wie im Topf, wie ich ihn hier hatte, da ist es nicht ganz so wichtig. Und dann habe ich mir gerade noch ein bisschen Saatgut gekauft. Einmal Brokkoli. Brokkoli immer wichtig im Garten. Ah, den esse ich wirklich gern. Kann man tolle Sachen draus machen. Es wird auch mal wieder Rezeptvideos geben in der Küche, versprochen. Koriander habe ich mir noch gekauft. Saatgut schmeckt super gut. Ich esse ja Blattkoriander, also die Blätter vom Koriander, sehr gerne. Zum Beispiel in asiatischen Suppen oder einfach über einen Salat. Viele mögen es nicht. Wie ist es bei euch? Also ich esse ihn gerne. Aber man kann ihn auch einfach ausblühen lassen und dann die Samen ernten und zum Beispiel beim Brotbacken verwenden. Die Samen schmecken ja völlig anders als die Blätter. Deswegen probiert es mal aus, wenn ihr es nicht kennt. Auch immer wichtig bei mir im Garten, Kapuzinerkresse. Ah, ist auch was Feines, kann man toll verwenden in der Küche. Sowohl die Blüten als auch die Blätter schmecken schön würzig scharf. Und die Pflanze sieht noch total hübsch aus. Also lohnt sich, Kapuzinerkresse anzubauen. Und dann habe ich mir noch was Neues gekauft. Mexikanische Sonnenblume. Ich kenne sie nicht. Kennt ihr die? Werde ich dieses Jahr das erste Mal ausprobieren. Scheint was Schönes zu sein. Stark wachsende Sommerblume mit leuchtend orangefarbenen Blüten, die bis zum ersten Frost blühen. Bei guter Düngung bis 1,50 Meter hoch und bis zu einem Meter breit. Ich bin gespannt. Und dann machen wir jetzt mal den Bogen zum Anfang des Videos. Sepp, du hast mir ein Paket geschickt mit Heu verpackt, das so gut geduftet hat. Es war dein eigenes Heu von deiner Alm. Und hast mir einen Brief geschrieben. Ja, bist ziemlich genervt, weil Corona,
Quarantäne, Long-Covid, Burnout, Depression. Dir ging es wohl nicht gut, aber ich hoffe, jetzt hast du es wieder überstanden. Und das Gartenjahr geht ja wieder los und wir packen es beide zusammen an. Ja, du hast gefragt, ob du mal zu Besuch kommen kannst. Und du weißt ja, Besuch beim Rigotti ist nicht möglich. Bei dir mache ich aber eine Ausnahme. Du hast vor 2 Jahren ja schon mal angefragt, beziehungsweise deine Kumpels, und wollten es dir zum Geburtstag schenken. Ich habe ja gesagt, hat sich aber nie ergeben. Hol es nach, du bist jederzeit willkommen. Ansonsten möchte ich noch mal sagen, ich kriege ziemlich viele E-Mails mit Fragen, hey, dürfen wir vorbeikommen? Nein, es geht kein Besuch hier, bitte habt Verständnis, es ist ein privater Garten, ich habe hier meine Frau und es geht einfach nicht, dass viele fremde Leute kommen, das, ja, sie wird mir den Kopf abreißen, glaube ich. Ich glaube, ihr habt Verständnis. Sepp, du hast mir ein paar saugute Sachen zugeschickt, zum Beispiel, wo zum mein Zimmererhommer? Da hast einen gescheiden, lieber Florian. Was ein genialer Hammer. Vielen lieben Dank, Sepp. Super Ding, das freut mich echt. Au! Jetzt habe ich mir doch glatt auf den Finger gehauen, aber kein Problem. Du hast mir ja C-Fix-Steifi-Scheiße Hühner-Gaxi-Verbandszeug mitgeschickt. Echt klasse. Und das hier, hier jetzt rostet mir mein Gurder Güldner G30 unterm Arsch weg. Euch gemütlich mit der Scheibe auf der Flex. Rostumwandler und Seilfett wird alles wieder gut. Für die Flex so eine Scheibe zum Rost entfernen. Ja, C, fix, wo ist mein Zeugstaub? Da ist er. Du bist echt klasse. Und was sucht man immer? Man braucht selten, aber wo ist er? Der 13er. Der 13er Schlüssel, zerfix nochmal. Aber hier ist er, ein guter. Mit Ratsche. Und ein Messer kann man immer gebrauchen. Und, au weh, das Kabel ist mir beim Weiball, was ist Weiball, abgerissen. Du hast ein eigenes. So ein Stecker hier und das gleiche nochmal. Das ist Zensurtomaten, die muss ich hier ganz oft benutzen. Ein neuer Mantel für vergötz Gott 1000 Moi. Ich hoffe, ich habe es richtig vorgelesen. Sepp, an dich. Tausend Dank, viele Grüße an deine Alm und ich hoffe, wir sehen uns mal. Würde mich echt freuen, wenn du vorbeikommst. Gerne auch mit deiner Frau oder Freundin. Wir haben hier ein schönes Gästezimmer. Einmal die Luzi, gemalt vom Lukas. Vielen Dank. Noch ein Brief vom Benedikt. Benedikt, vielen Dank. Du schreibst, dass ich dir in dir das Gärtnern wieder erweckt habe. Das finde ich klasse. Und ein Freund von dir hat ein Buch geschrieben. Alles biologisch. Werde ich mir mal antun. Vielen Dank. Und kennt ihr das? Das ist von meiner Amazon-Wishlist. Ich sage vielen Dank. Das sind so Schlagbuchstaben. Kann ich Buchstaben einfach in Metall oder in Leder oder auf Holz einschlagen. Ringelblumen und Sonnenblumen von der lieben Sabine aus Erftstadt. Und du hast mir noch so ein Kännchen hier aus Edelstahl mitgeschickt. Damit soll man viel besser das Wachs ausgießen können, wenn ich Kerzen gieße. Eine Gardena Gartenpumpe. Keine Ahnung von wem, sicher nicht von meiner Wishlist, kam über Amazon ohne jeglichen Kommentar. Hier muss man so eine Bohrmaschine anschließen oder einen Akkuschrauber und dann kann man Wasser pumpen. Ich kann so ein Ding nicht gebrauchen. Wer es haben möchte, schreibt mir einen netten Kommentar mit dem Hashtag Gardena. Und schreibt mir, warum ihr es gebrauchen könnt. Stefan, vielen Dank für diesen Metallbolzen. Brauche ich für einen Traktor. Du hast mir auch diese Schlagbuchstaben zugeschickt und noch Katzenfutter. Ganz herzlichen Dank. Stefan aus Lindau, aus dem wunderschönen Lindau am Bodensee. Danke an Michelle vom Kleverhof. Du hast mir ein paar Saatguttütchen, Demeter zugeschickt, verschiedene Tomatensorten. Ich wusste gar nicht, dass du beim Kleverhof arbeitest. Ihr habt mir ja schon mal was zugeschickt. Märchengold und so weiter. Tolle Sorten, probiere ich immer gerne mal aus. Und du hast mir noch selber gemachte Seifen zugeschickt. Super, ich habe sie schon ausprobiert. Sehr schön. Aber die hier kommen von der Wishlist. Das sind super praktische Pflanztöpfchen für meine Pflänzchen zum Umtopfen. Da kommen zum Beispiel hier die Tomaten rein. Und auch anonym zugeschickt ein Rollbrett. Super praktisch sowas. In der Werkstatt unverzichtbar. Oh, belebendes Haartonikum von Veleda. Vielen lieben Dank. Ja, meine Haare werden ja immer etwas dünner. Und normalerweise nehme ich ja gar nichts, außer ja, Deo natürlich, Seife und Seife, Shampoo-Seife. Aber das werde ich mal ausprobieren. Riecht sehr gut, ist Rosmarin drin. Oh, ich spüre schon, wie es wirkt. Falls ich außerdem jemanden vergessen sollte, mich zu bedanken, schreibt mich einfach an.
erinnert mich dran. Normalerweise versuche ich mich bei allen zu bedanken. Es klappt nicht immer. Ich kriege sehr viel Post und ich versuche alles zu sammeln und mich dann in den Videos bei euch zu bedanken. Aber wie gesagt, es flutschen manchmal Sachen durch. Seid mir nicht böse. Stefan aus Lindau, du Wahnsinniger. Danke für einen Liter reinen Alkohol. Nein, nicht rein, aber 96,4%. Daraus macht meine Frau Eierlikör. Rezept folgt. Ich hoffe sehr, euch hat das Gartenvideo gefallen. Quittiert es mir mit dem Daumen rauf, wenn ihr mögt. Ich hau mich jetzt in die Hängematte. Ich habe es mir verdient. Ich werde mich ein bisschen ausruhen. Ah, jetzt drückt uns die Daumen, euch und mir, damit es ein tolles Gartenjahr wird. Ah, mit viel Feuchtigkeit, also Niederschlägen, aber auch mit viel Sonne. Denn das ist wichtig, das brauchen die Pflanzen. Und dass es nicht so ein beschissenes Gartenjahr wird wie das letzte. Da war es ja total verregnet und kalt.